Hallo, hier ist wieder die Gattin Moni. Mir ist jetzt gerade ein Tipp eingefallen, den ich euch geben könnte. Und zwar habe ich hier, oder ich mache hier einen Kamillentee. Eigentlich ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, aber ich gebe euch trotzdem den Tipp heute. Das dürft ihr halt nicht vergessen. Und zwar Kamillentee. In Kamillentee kann man gut Saatgut einweichen. Also mehr die Kerne oder Körner, wie zum Beispiel die Gurken, Kürbis, Erbsen, Bohnen, solche Sachen, wenn man die einweicht in Kamillentee, dann keimen die erstens schneller und zweitens ist das, wenn man die in Kamillentee einweicht, das ist pilzhemmend. Also bekommen die Pflanzen nicht so schnell einen Pilz oder werden halt auch nicht so schnell krank. Ich habe das letztes Jahr gemacht und ich muss sagen, mit Erfolg. Ich hatte richtig tolle Pflanzen, aber wie gesagt, nur mit Körner oder Kerne. Weil, also wie jetzt die Bohnen, ne, was ich gerade schon aufgezählt habe, gibt ja noch andere Sachen, Zucchini oder so. Aber wenn man das mit Salatsamen macht oder mit Karottensamen oder so, das ganz winzige, und man will das dann säen, das geht halt schlecht. Man kann es machen, aber das bringt also wenig, das ist mühselig. Also da mache ich das nicht. Also wie gesagt, in Kamillentee, man kann es auch in Wasser einweichen, aber das ist ja dann nicht pilzhemmend. Kamillentee, die Wirkung von Kamillentee ist eben pilzhemmend. Ja, der Kamillentee muss natürlich kalt sein. Also ihr könnt dann ganz normalen Kamillentee ansetzen, abkühlen lassen und dann erst die Kerne reintun. Auf keinen Fall warm oder heiß, es soll kalt sein. Das war mein heutiger Tipp, ganz einfach für euch. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann klickt mal oben auf den Link. Und auch unten sind die Links alle noch einmal aufgeführt. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Dann erhaltet ihr automatisch eine Mitteilung, dass schon wieder nächstes Video erschienen ist. Da müsst ihr nicht immer suchen oder nachschauen. Ja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gattin Moni.